we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Okay, und dann habe ich jetzt hier auch meine Hero 9 startklar. Und dann habe ich jetzt die Hero 9 auf dem Scotty Mix Stuff Gimbal aus Australien austariert. Ich bin sehr gespannt darauf, wie schön die Aufnahmen werden, ob sie stabil sind. Mit der Hero 9 hat das sogar fast noch ein bisschen besser funktioniert als mit der Pocket 2, so dass ich sie wirklich relativ gerade gekriegt habe, dass sie die Bewegung hier ausgleichen kann. Und wenn ich mich so selber mal filme, bin ich auch schon gespannt, ob ich dann überhaupt noch im Fokus bin und ob das Bild zu gebrauchen ist von der Wobbling, von der Auf- und Abbewegung in der Zeitachse. Dann sind wir jetzt hier wieder auf dem Höhenweg am Schlosspark. Da ist das Schloss. Hier ist diese kleine Plattform. Gehe ich noch mal hoch, wo das hier so eisig ist. So. Da drüben ist dann die Innenstadt von Cuxhaven. Die Nordersteinstraße beginnt dann da. Na schön, unter dem Radar. Ja, unser Schloss von der Seite. Habe ich auch schon mit der X2 gefilmt. Und dann gehen wir jetzt hier mal weiter oben lang. Bei der Hero 9 habe ich Rocksteady drin, den elektronischen Antiverwackler. Ja, ich denke, das wird
schön smooth werden hier mit dieser Geschichte, so dass die Aufnahmen echt zu gebrauchen sind. Ja. Gehen wir hier schön lang. Ich bin gespannt, welche Stabilisierung besser gelingt. Ob mit der Pocket 2 auf dem Gimbal oder mit der Hero 9. Das wird sicherlich noch interessant sein. Schloss. Ja, hier schön im Schnee. Ich freue mich, dass ich die Aufnahmen machen kann dieses Jahr. Das ist ja ziemlich selten bei uns hier an der Küste, dass wir mal Schnee haben. Und so lohnt sich das natürlich. Bis morgen bleibt der Schnee auch bestimmt noch liegen, so dass ich dann auch wirklich einmal rausgehen sollte. Morgen früh gleich. Ich will jetzt hier einmal durchs Dickicht gehen. Jetzt bleibt sogar die Hero 9 hängen. So. Und einmal darunter gefilmt. Und jetzt gehe ich im Rückwärtsgang wieder zurück. Versuche hier wieder rauszukommen. Ja, das war ein kleines Experiment hier. Dem Matthias im Dickicht, im Dschungel. Möchte ich dann auch gerne wieder daran erinnern, dass du mir doch bitte einen Daumen nach oben da lässt. Und du kannst auch gerne einen kleinen Kommentar schreiben. Schreib einfach mal rein, was dir so gefällt. Du kannst auch gerne Kritik üben. Lese ich auch immer gern. Ja. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte jetzt auch. Die Glocke drücken, das ist immer wichtig, dass du informiert wirst, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Okay, dann können wir jetzt hier mal weitergehen. Schauen, wie das wird, wenn ich mich filme auf dem Gimbal und dabei hier so lang gehe, mich hier so lang bewege. Sie schwankt dann natürlich ganz schön. Gucken, ob die Pocket 2 das auch noch mit reinbekommt. Den vorderen Screen von der GoPro habe ich jetzt erstmal ausgeschaltet. Könnte ich eigentlich auch mal wieder dazuschalten. Und dann geht es ja weiter. Ich versuche mal möglichst normal zu laufen mit dem Gimbal und der Hero 9. Und hier die Pocket 2, die habe ich mir ja wieder umgeschnallt. Mal schauen, wie das wird. Jetzt gehen wir wieder runter zum Schloss. Das ist dieses andere Schlossgebäude. Nochmal das Schloss wieder filmen. Okay. Hier auf dem verschneiten, vereisten Weg muss ich wieder etwas vorsichtig sein, damit ich hier nicht ausrutsche. Aber das klappt eigentlich ganz gut. So, das Schloss im Gegenlicht, gegen die Sonne. Jetzt nochmal die alte Kanone. Ein altes Sammlerstück. So, alte Kanone. Und Matthias nochmal kurz, den alten Matthias. Vor dem Schloss, wenn ich mich so drehe, kriegt er das auch mit drauf. Ich hoffe es. Okay, Schloss Ritzebüttel. Sieht schön aus. Ja. Aufnahmen lassen sich dann sicherlich ganz gut auch kombinieren. Die ich mit der Mini 2 gemacht habe. Und mit
natürlich auch mit der X2. Nochmal das Schloss. Ja. Schwabbel, schwabbel. Okay. Richtung Brücke. Nochmal eine Kanone. Gut befestigt, gut bewacht das Schloss. So. Da dann der Haupteingang zum Schlosspark. Und gegenüber auf der Straßenseite die Fußgängerzone, die Nordersteinstraße. Gehen wir auch mal kurz auf die Brücke drauf. Jo. Hier hängen auch überall so kleine Schlösser, diese eigenartigen Liebesschlösser. Das ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen. Das wird wohl erst neu gemacht worden sein. Ja, hier der Schlossgraben, der Teich, der drum führt. Das Eis geht schon wieder ein bisschen zurück, ist ja ganz klar, das Tauwetter setzt ein. Und geschneit hat es heute auch nicht so wahnsinnig viel, das war eigentlich absolut zu vernachlässigen. Und ich habe halt versucht, doch die Aufnahmen ein bisschen hinzukriegen mit der X2, dann wollte ich noch ein bisschen mehr Schnee drauf kriegen, aber muss mal gucken, was da im Endeffekt von übrig geblieben ist. Dann auch noch mal innen am Schloss lang gehen, den Schlossweg, so dass ich dann da auch noch mal den Vergleich habe zu der, ja, wir sind ja mit der 360 Grad Kamera vor da lang gelaufen mit der X2 und jetzt einmal dasselbe mit der Hero 9. Geht auch mal in die Richtung runter beim Schloss. Da ist nämlich so ein kleines Verlies. Das hatte ich noch gar nicht gefilmt. Mal schauen, ob wir davon was reinkriegen. Das kleine Schlossverlies. Da wurde damals der Räuber Hotzenplotz eingesperrt, damit er seine Schandtaten da verbüßen konnte. Und jetzt ist das eigentlich nur noch Müll. Gehen wir mal da durch. So, das sieht ziemlich bruchreif aus, alles hier. Lost Place. Lost Place am Schloss Ritzebüttel. Das Verlies. Okay. Und dann wieder den Weg hier lang. Inneren Weg hier am Teich, Schlossteich mit der Hero 9 auf dem Z-Achsen-Gimbal. Schöne ruhige Kamerabewegungen waren mir immer wichtig. Ich hasse das, wenn es die ganze Zeit so wackelt und rumschleudert, dass es einem schlecht wird. Und mittlerweile ist die Technik auch wirklich handelbar. Ist klein, leicht. Kann man ganz gut mit arbeiten. Als wenn man da so ein riesiges Monster immer mit sich rumschleppen muss, um ein halbwegs stabilisiertes Bild zu bekommen. Oh, Schweizer Haus. Schön mit dem Schnee. Sieht klasse aus. Das Schweizer Haus.
Sehr schön. Und hier geht's weiter auf dem Weg. Ja, kann ich mich auch mal wieder filmen. Ich hoffe, dass der Abstand ausreicht so, dass die Hero 9 noch ein recht scharfes Bild macht. Und wenn ich jetzt hier so laufe und was erzähle, dass ihr das dann ganz gut erkennen könnt. Sehr schön. Schöne Anstelle. Wer weiß, wann wir das Vergnügen wieder haben, dass unsere schöne Landschaft hier so überzuckert ist mit Schnee. Wenn dir das Video gefällt, gib mir einen Daumen nach oben, schreib einen schönen Kommentar, abonnieren, die Glocke drücken, du kennst das ja mittlerweile. Dann, ja, hier sind wir vorhin abgebogen, darunter, ach ja, das ist das Verlies nochmal. Ja, ein japanisches Tor. Dann wieder die Bank, wo wir im Sommer die Aufnahmen mit der Nara gemacht haben. Schade, dass die beiden nicht vorbeigekommen sind. Das hätte sich hier heute gelohnt. Hätten wir ein paar schöne Flugaufnahmen mit der Mini 2 und Nara machen können. Aber okay, so ist es so. Können wir auch mit leben. Ja. Hier ist die große Wiese, da haben wir ja im Sommer den Active Track ausprobiert mit der Mavic Air 2. Und da hinten am anderen Ende dann wieder das Schweizer Haus. Die Aufnahmen dann werden mit dem Bildstabilisator der Hero 9 und dem Z-Axis-Gimbal könnte schon ganz gut hinhauen. Kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Oh, rutschig ist hier. Ja, ja. Legen Sie sich nicht lang. Das wäre nicht gut, kann ich nicht gebrauchen. Ich will ja noch mehr Aufnahmen machen, noch mehr vloggen. Ist eine tolle Beschäftigung jetzt. In dieser Zeit, in der wir nicht reisen dürfen, im Lockdown, kann ich mich sehr gut mit beschäftigen. Meine Skills erweitern, meine Fähigkeiten in dem Bereich. Ja, Schweizer Haus. Jetzt schön mit der Sonne von der Seite.
nettes kleines Häuschen. Immer wieder toll anzusehen. Und dann dem Teich, zugefrorenen Teich. Das Schloss da rechts im Hintergrund. Okay. Und hier durch zur Freilichtbühne. Bretter, die die Welt bedeuten. Und an der anderen Seite wieder raus. Gut. Und hier geht es wieder weiter. Was machen die da? Fotografieren. Luftblasen. Und gefrieren die auch da dran? Oder? Ja, sieht toll aus. Ja. Ja. Ist nicht kalt genug, ne? Genau. Aber da habe ich schon ganz fantastische Fotos von gesehen. Bin das so. Oh, super. Ja. Ja. Vielleicht wird es ja noch mal kälter, dann lohnt sich das bestimmt, ne? Ja. 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 Ja, man muss früh aufstehen. 8 Uhr oder so. Genau. Ja. Viel Spaß noch, ne? Tschüss. Ja. Das war interessant. Kennt ihr diese Fotos von Luftblasen sage ich schon, von den Seifenblasen, die dann gefroren sind? Das sieht richtig klasse aus. Guck mal, da kommt auch ein kleiner Hund. Na du, ja, geht's dir gut? Hübscher. Jo. Letzte Brücke wieder hier. Und da auch noch mal. Klasse. Jo. Da ist dann wieder das Kriegerdenkmal, was ich euch ja auch ausführlich vorgestellt hatte in meinem Video. Und dann mache ich hier jetzt nochmal eine Abmoderation. Jetzt machen die Musik an, so ein Schrott. Jetzt ist Musik wieder aus, okay. Ja, okay. Und dann möchte ich mich jetzt endgültig von euch hier verabschieden im Schlosspark in Cuxhaven beim Schloss Ritzebüttel. Ich freue mich, dass du das Video wieder komplett bis zum Schluss angeschaut hast. Vielen Dank dafür. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Kannst auch gerne einen kleinen Kommentar schreiben. Freue ich mich immer drüber, das weißt du ja. Ja, und ansonsten bleibt mir nur dir zu wünschen, dass du gesund bleiben mögst. Unternehmen was Schönes, so wie ich hier heute an der Küste wieder. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.